Ich hasse das. Ich habe ein ungutes Gefühl. Hätte ich auch. Das sind Vampire und das ist nie gut. War ich selbst schon einer? Ich glaube, ich war auch schon einer, oder? Nee, Werwolf war ich. Bin ich sogar? Ich weiß es nicht. So. Wir machen langsam. Es ist ziemlich tot hier drin. Was aber vielleicht daran liegt. Oh, ja, Entschuldigung. Ich hab's vergessen. So, aber ich gehe dazu. Na komm. Einfach egal. Hör auf. Das mit den Truhen konnte ich echt schon besser. Funke mag das? Funke mag das gar nicht. Es ist egal. Dann machen wir den weg. So, ups. Ich habe gar nicht aufgepasst. Ups. Ja, die Funke, die kann auch ganz schön. So, ich denke, wir gehen hier lang. Ach, da wird schon kräftig. Ja, ich denke, wohin das geht. So. Komm, wir rennen mal ein bisschen. Na, ja, das nützt nichts. Nee. Ach, ich meine, wir waren ja hier schon. Und zu der Zeit, als wir hier waren. Hallo. Genau, wir lassen auch mal einen mitlaufen. So. Schuh. Halt, Moment. Dieses Tagebuch kenne ich. Das gehört Silbertritt. Sie hat es nie aus den Augen gelassen. Sie war hier. Okay. Funke? Was macht ihr hier? Silbertritt, ihr... Oh nein, ihr... Bemitleidet mich nicht, Funke. Wir treffen uns draußen. Dort reden wir. Sie konnte noch nie mit Nettigkeit oder Mitleid umgehen. Silbertritt geht es gut, aber sie ist auch eine Vampirin. Ja. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich mich gerade fühlen soll. Da lang? Nein, natürlich nicht da lang. Ist ja auch Quatsch. Ja, Funke ist ja gut, ne? Du heißt so, aber du musst ja nicht immer gleich rumblitzen wie kein Zweiter. Mhm. Lass mich raten. Genau. Das typische Aleiden-Ruinen. Schade. Ich hätte das gern gemacht. Stattdessen war das die Bikini-Hexe. Mann, Mist. Aber jetzt kenne ich, lerne ich wenigstens Silberblick kennen. Silbertritt. Ja. Und Lied wird das nächste sein. Wo ist sie? Könnt ihr für mich mit Silbertritt sprechen? Ich brauche einen Moment, um mich zu fassen. Ich bin noch immer ich, Funke. Ich werde nicht die Kontrolle verlieren. Aber gut, ich rede mit eurem Freund. Er hat ohnehin schon... Ihr habt mein Tagebuch gelesen, also kennt ihr nun alle meine schmutzigen Geheimnisse. Beispielsweise, dass all das meine Schuld war und meine Freunde nur wegen mir entführt wurden. Quatsch. Seid ihr hier, um mich zu beschämen? Nun, da kommt ihr zu spät. Ihr könnt nicht sagen, was ich nicht selbst schon gedacht hätte. Das stimmt ja auch nicht. Und jetzt habt ihr mich gefunden. Soll ich ihr die Geschichte noch einmal erzählen? Die, in der ich ein leichtgläubiges, törichtes Kind bin, das dachte, Lids Familie würde sie tatsächlich vermissen und dass ich dabei helfen könnte, sie wieder mit ihr zu vereinen? Ich hätte diesen Brief verbrennen sollen. So haben sie uns gefunden. Ihr habt den Brief in eurem Tagebuch erwähnt. Ganz genau. Der Brief, der angeblich von Lids untröstlicher Mutter stammte. Ich habe ihn gelesen, weil ich dumm war. Aber ich erinnere mich an eine Zeichnung auf dem Pergament. Ein seltsames Auge. Das muss Magie gewesen sein. Vielleicht eine Glyphe? Ich bin mir so gut wie sicher, dass sie uns so finden Geile konnten. Story. Wenn wir mehr über diese Glyphe herausfinden, können wir vielleicht Lied näher. Da könntet ihr recht haben. Ich bin der Sache nie nachgegangen, da ich dachte, es sei besser, wenn alle mich für tot hielten. Dann hätte ich mich nie der Wahrheit stellen müssen. Aber im Grunde war mir immer klar, dass dieser Tag kommen würde. Und jetzt, da er gekommen ist,
möchte ich helfen. Ich bin mir sicher, Funke würde eure Hilfe zu schätzen wissen. Ich wusste immer, dass es Funke sein würde, die nach mir sucht. Das Mädchen weiß einfach nicht, wann sie aufgeben sollte. Geht und sprecht mit ihr. Offenbar ist sie noch nicht bereit, mit mir zu sprechen. Warum habt ihr keinen eurer Freunde von dem Brief erzählt? Weil ich dumm war, in Ordnung? Ich war ein törichtes, naives Kind, das dachte, es kenne die Welt besser als irgendjemand sonst. Ich hätte nie gedacht, dass das so eine große Sache ist. Ich wollte einfach nur Lied helfen und ich glaubte, dass ich das auch allein könnte. Offensichtlich war ich keine große Hilfe. Also, du wusstest nicht, was passiert. Das mag sein, aber ich hätte schlauer sein sollen. Ich wollte einfach nur, dass Lied eine Familie hat, die sie liebt. Ich wollte mein ganzes Leben lang eine Familie. Eine richtige. Und hier war nun eine, die sie regelrecht anflehte, zurückzukommen. Ich dachte, dass ich das Richtige tue. Ach komm, du bist eine Gute, ja? Aber du bist jetzt eine Vampirin. Das ist euch also aufgefallen? Ein enorm gutes Auge habt ihr da. Du bist ein Dreckschick. Aber ja, das bin ich. Es war nicht wirklich meine Entscheidung, aber ich habe gelernt, es zu akzeptieren. Jetzt habe ich wieder Leute, die auf mich aufpassen, fast wie früher. Das ist nicht unerträglich, ganz und gar nicht. Okay. Lasst mich zuerst mit meinem Freund sprechen, Silbertritt. Wartet hier. Seit Jahren lastet die Schuld auf mir, meine Freunde verloren zu haben. Aber Silbertritts Geschichte zu hören, hilft ein wenig. Ich glaube, dass sie eine deutlich schwerere Bürde der Schuld trägt. Wie hält sie das nur aus? Mein Herz schmerzt für sie. Dennoch, wir haben sie gefunden. Das ist ein Sieg. Also die Geschichte nimmt mich wirklich ein bisschen mit, ne? Ich krieg gerade feuchte Augen. Also manchmal bin ich wirklich ganz schön weich. Seid ihr wegen dieser Sache wütend auf Silbertritt? Silbertritt hat als Kind einen Fehler gemacht. Kann irgendwer von uns behaupten, dass ihm das nie passiert ist? Ich bin ganz und gar nicht wütend auf sie. Es hat mich aus dem Konzept gebracht, sie als Vampir zu sehen. Aber am Ende freut es mich einfach, dass sie hier ist und wir wieder zusammen sind. Sie könnte uns vielleicht helfen, die zu finden. Das stimmt. Offenbar war mich zu sehen der Tritt in den Hintern, den sie brauchte. Sie hat sich so lange schuldig gefühlt. Aber jetzt hat sie die Gelegenheit, mit sich selbst wieder ins Reine zu kommen. Und sie hat sogar eine Fährte, die uns zu Lied führt. Das hat ja alles bestens geklappt. Und jetzt? Fürs Erste sollten wir einfach stolz auf das sein, was wir erreicht haben. Dank euch konnte ich nicht nur einen, sondern zwei meiner Freunde finden, nach denen ich schon seit Jahren suche. Und euch ist es zu verdanken, dass Silbertritt und diese merkwürdige Glyphe uns zu Lieb führen könnten. Ich stehe in eurer Schuld. Na dann schließen wir doch mal die Quest ab. Ich erwarte nicht, dass ihr mir verzeiht, Funke. Ich bin einfach nur froh, dass ihr im Leben seid, Silbertritt. Jetzt umarmen Sie doch mal. Jager haben wir auch schon gefunden. Er ist in Marbrook. Wirklich? Ihr habt ihn gefunden? Oh, Funke, ich bin anders, aber ich kann noch immer helfen. Lasst mich Buße tun für all das. Nur ihr habt dieses seltsame Auge gesehen, das auf den Brief gezeichnet war. Wir brauchen euch, Silbertritt. Lasst mich Jaka eine Nachricht schicken, bevor ihr ihn in Marbrook aufsucht. Nur damit er vorbereitet ist. Wohl besser so. Ich würde ihn so erschrecken, dass er seine Streifen verliert. Die mit ihren Streifen immer. Ich finde das so witzig. Ja, jetzt kommt wieder diese Situation, dass sie mir erklärt, was vor 2 Sekunden war, aber egal. Die nächste. Wir haben gut gegrindet. Ich habe Neuigkeiten von meinen Freunden. Silbertritt und Jaka versuchen doch, mehr über dieses merkwürdige Augensymbol herauszufinden. Sie steht direkt. Erinnert ihr euch? Ich bin mir nicht sicher, was sie getan haben, aber Silbertritt hat einen Drohbrief von einem Händler aus Bankorei erhalten. Ich mache mir Sorgen. Was steht in dem Brief? Darin stand, dass Jaka und Silbertritt sich in Gefahr begeben, wenn sie nach Lied suchten und dass sie vorsichtig sein sollten. Die Formulierungen sind freundlich gehalten, aber auf eine Art und Weise, bei der man sich sicher sein kann, dass die Nachricht dahinter es nicht ist. Was machen wir? Der Mann, der den Brief schrieb, heißt Isbat. Isbat. Ich schlage vor, wir statten ihm einen Besuch ab und finden heraus, worum es bei dieser Sache geht. Ach so, nicht Batman. Ich will nicht riskieren, dass Jaka oder Silbertritt etwas zustößt. Wir können deutlich besser mit Gefahren umgehen. Isbat ist in Bankorei. Kommt ihr mit? Klar. In diesem Brief steht, dass wir Isbat beim Gasthaus zum Ankerplatz in Immerfort finden.
Ich glaube, er rechnet mit Jaka und Silbertritt. Also verscheuchen wir ihn hoffentlich nicht. Wenn er etwas über Lied weiß, dann müssen wir mit ihm reden. Gehen okay. wir. Ich guck mal ganz kurz. Ach, super. Und da kommen jetzt gleich noch 500 dazu. Die kommt also ziemlich weit noch da. So, wo ist denn Bankorei? Gucken wir mal, ob einer unserer Gildis in Bankorei ist. Natürlich immer. Das ist so gut. Das ist so gut. Ist so gut. Zack. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir hin müssen. Das ist ja auch falsch. Also, erstmal die richtige Gefährten. Grün vor Neid. Zack. So, und jetzt grün vor Neid. Dahin. Dahin. Juhu, Bankorei mit diesem Leuchtturm. Ja, wir dürfen noch da rein, ne? Klar. So. Müssen wir hoch? Ja. Nein? Nein. Müssen wir runter? Ja. Jo? Nein? Jone? Jode? Oh, ich... Doch, das ist richtig. Jawohl. So. Funke, bist du bei mir? Funke ist bei mir. Da ist es. Es ist höher. Was bist denn du? Nun? Nun was? Naja, gut. Ich dachte wirklich, es wäre eine Spielerin. Der Rotwardone dort muss unser Händler Isbad sein. Händler und mir wachsen gleich Schuppen. Hallo Isbad. Ah, ich hatte schon vermutet, dass es mein Brief irgendwie zu euch und eurer Freundin schafft. Ich bin Isbad. Entschuldigt das Täuschungsmanöver, aber ich bin nicht wirklich ein Händler. König Faharajats Ziele decken sich zufällig mit den euren. Was haltet ihr von einer Partnerschaft? Plötzlich mag ich ihn wieder. Was? Kann man so sagen. Die junge Frau, nach der ihr sucht, ist die Erbin einer Familie, die einer äußerst mächtigen und gefährlichen Organisation vorsteht, die man das Smaragdauge nennt. Der König möchte dem Smaragdauge zum Wohle von Alikr ein Ende machen. Aber bisher ohne Erfolg. Was braucht ihr von uns? Wir suchen beide dieselbe Frau, wenngleich aus unterschiedlichen Gründen. Aber ihr habt einen Vorteil. Ihr steht nicht in Diensten des Königs. Wir wissen von einem entfremdeten Onkel besagter Familie, der in Alikr wohnt. Aber er weigert sich, mit uns zu sprechen. Und wir sollen? So ist es. Er heißt Azamel. Soweit wir wissen, ist er nicht mehr Teil des Familienunternehmens, aber wahrscheinlich hat er dennoch wertvolle Informationen. Geht nach Schildwacht und bringt ihn dazu, mit euch zu sprechen. Wahrscheinlich findet ihr ihn in einem Gasthaus. Doch seid vorsichtig. Warum bedroht dich Jaka und Silbertritt? Das tut mir leid. Es war nie meine Absicht zu drohen. Ich wollte nur die unmittelbare Gefahr betonen, in die ihr und eure Freunde euch begebt, wenn ihr euch dem Smaragdauge nähert. Wer sich mit dieser Familie anlegt, spielt mit dem Tod. Sagen wir mal so, der ist, also, der ist sehr charismatisch, aber ich weiß nicht, ob gut oder schlecht. Was könnt ihr mir sonst noch über Smaragdauge erzählen? Wir wissen frustrierend wenig über die eigentliche Organisation. Sie sind mächtig, reich und sie beteiligen sich an unzähligen illegalen Aktivitäten. Es gibt viele Gerüchte darüber, wie sie zu ihrer Macht kamen, aber am weitesten verbreitet sind die über ein Relikt. Ein Relikt? Ja, eines, das möglicherweise magischer Natur ist. Das bereitet dem König am meisten Sorgen. Sie haben eine Menge unkontrollierter Macht. Und wenn sie diese durch Rituale und dunkle Magie erlangt haben, dann könnte es noch schwieriger sein, sie auszumerzen. Werdet ihr Lied etwas antun? Wie können wir euch vertrauen? Das hängt davon ab, ob sie aus eigenen Stücken an den Machenschaften des Smaragdauges mitwirkt. Allerdings weisen unsere bisherigen Informationen nicht darauf hin. Sollte sie nicht freiwillig in die Machenschaften verstrickt sein, wird der König sie beschützen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Wenn sie?
Dann hoffe ich sehr, dass wir uns auf zivilisierte Weise unterhalten können, bis beide Parteien zufrieden sind. Aber all das ist unerheblich, solange wir sie nicht finden. Eure Freunde Jaka und Silbertritt hatten nicht das Zeug dazu. Ihr jedoch seid aus anderem Holz geschnitzt. Das ist allerdings wahr, alter Schmeichler. Also, wir machen das, ne? Aber ich weiß nicht. Ich dachte, ich kannte Lied so gut, als wir noch in Himmelswacht waren. Aber ich ahnte gar nicht, dass sie aus einer solch mächtigen Familie stammt. Ich dachte schon immer, dass sie wohl aus reichem Hause kommt. Aber sie hat das Smaragdauge überhaupt nie erwähnt. Dann müssen wir wohl mit dem Onkel reden. Dann müssen wir wohl mit diesem Onkel reden. Also ja, sag ich doch. Was halt ihr von Smaragdauge? Ich bin mir nicht sicher. Klingt nach einer üblen Truppe. Und mehr. Und welche Familie entführt bitte ihr eigenes Kind? Lied ist damals sicher nicht grundlos weggelaufen. Aber was, wenn ich falsch liege? Was, wenn sie tatsächlich freiwillig mitmacht und sie nicht mehr die ist, die ich einst kannte? Und was machen wir mit dem König, wenn es so ist? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Das alles ergibt für mich keinen Sinn. Ich will sie einfach nur finden. Um alles andere kümmere ich mich später. Reden wir mit Azamel in Schildwacht. Mal sehen, was er uns sagen kann. Habt ihr Zweifel dran, dass wir ihn finden sollten? Nein, absolut nicht. Das dachte ich mir. Was auch immer es mit ihr und ihrer Familie auf sich hat, ändert meine Gefühle nicht. Sie war meine Freundin. Sie liegt mir am Herzen. Ich weiß, dass Jaka und Silbertritt das auch so sehen. Außerdem fällt es mir noch immer schwer zu glauben, dass Lied gefährlich sein könnte. Lied hatte eine sanfte Seele. Wir anderen wussten mehr darüber, wie man überlebt, aber das machte uns hart, rau. Lied war da anders. Sie war sicher nicht schwach, aber wir alle passten auf sie auf. Sie war leidenschaftlich unabhängig, aber sie hatte nicht diese Dunkelheit in sich. So. Dann. Uff. Ab. Warte mal, nee. Schildwacht. Ist doch Allegra, ne? Komm, wir gucken mal einfach. H. G. Na, das wird nix. Doch, da ist doch. Ich wusste es doch. Es geht immer und zu Spielreisen. Schildwacht ist in Allegra. Das wurde die ganze Zeit gesagt, ne? Ja. Ja, gut. Mhm. Sehr schön. Also dahin. Oh, das macht alles so viel leichter. Alexos, nochmal vielen Dank. Ach. Entfremdetes Familienmitglied. Verstoßen. Also. Wahrscheinlich verbittert. Ich sag nochmal, ne? Jede wette, dass Isbat recht hat und wir Azamel im Gasthaus finden. Also, wenn ihr wirklich ein Profi... Betrunken aussehen, der Pinkel. Schon wieder. Das ist garantiert unser Mann. Also, wenn ihr Pro-Gaming im Bereich Elder Scrolls Online sehen wollt, Alexos, ne? AlexOS auf Twitch, es lohnt sich. Verschwindet, wenn ihr nicht hier seid, um mir einen auszugeben. Seid ihr Azamel? Wir suchen nach einer Frau, die sich Lied nennt. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid oder wovon ihr sprecht. Lasst mich in Ruhe. Tretet zurück und folgt mir dann. Unauffällig. Okay. So, dass es keiner sieht. La la la. Haltet Abstand. Ja. Ich habe hier sehr viel zu tun. Beste Bahn zu fairen Preisen.
beste Waren zu fairen Preisen.